Mein Name ist Ingo Glees. Ich arbeite beim Deutschen Institut für internationale pädagogische Forschung, dort beim Deutschen Bildungsserver. Und wir haben seit November letzten Jahres begonnen, eine Informationsstelle OER mit einigen anderen Partnern aufzubauen. Mein Name ist Luca Mollenhauer. Auch ich arbeite am Deutschen Institut für internationale pädagogische Forschung in Frankfurt und bin dort beim Projekt Informationsstelle OER beschäftigt. Die Informationsstelle OER hat eine Reihe von Projektpartnern. Da ist zum einen der eben bereits genannte Deutsche Bildungsserver, der im Wesentlichen koordinative Aufgaben übernimmt. Für den redaktionellen Bereich ist im Wesentlichen zuständig die Agentur Jöran und Konsorten aus Hamburg. Ein weiterer Projektpartner ist die sogenannte OER World Map, die vom Hochschulbibliothekszentrum NRW ist. Und eine Reihe von Transferpartnern sorgen für den Transfer des OER-Themas in die Bildungsbereiche. Das FÜ für den Bereich Schule, das Learning Lab der Universität Duisburg-Essen für den Hochschulbereich, Bundesinstitut für Berufsbildung für die Berufsbildung und das DIE, Deutsches Institut für Erwachsenenbildung, ist für den Transfer in die Erwachsenen- und Weiterbildung zuständig. Die Informationsstelle OER möchte Ansprechpartner sein für alle Zielgruppen, die sich für OER interessieren. Das heißt sowohl diese, die OER bereits nutzen und diese, die OER noch nicht nutzen. Darüber hinaus sollen die Kenntnisstände in verschiedenen Bildungsbereichen erfasst und darüber informiert werden. Und es geht darum, die verschiedenen Projekte, die in OER Info gefördert werden, zur Kollaboration zu ermutigen und diese auch zu ermöglichen und die Ergebnisse dieser Projekte auch nochmal besonders aufzugreifen und darüber zu berichten. Und um diese Ziele zu erreichen, wird die Arbeit der Informationsstelle durch drei Säulen gegliedert: Information, Transfer und Vernetzung. Bei OER Info gibt es jetzt schon eine ganze Reihe von interessanten Informationen. Wir versuchen, das Thema OER auf vielfältige Weise aufzubereiten. Da sind zum einen aktuelle Meldungen und Berichte zum OER-Geschehen, natürlich speziell in Deutschland, aber auch mit Blick ins Ausland, auf die internationale Ebene. Es gibt eine Reihe von Medienformaten, beispielsweise Podcasts oder auch Videointerviews mit anderen OER-Projekten, die ja derzeit auch angelaufen sind. Es gibt interaktive Formate, da ist jetzt kürzlich erst eins gestartet, ein sogenannter Web-Talk, wo auch alle diejenigen, die sich für das Thema interessieren, sich beteiligen können, per Chat auch Fragen stellen können an anwesende Experten. Und es gibt natürlich auch so praktische Anleitungen zu OER, How-Tos, Checklisten, wo man für den Einstieg in die Arbeit mit OER sich dann mal schlau machen kann, in kompakter Weise. Die Informationsstelle OER hat unter OER Info bestehende Facebook- und Twitter-Kanäle, die man abonnieren kann, um sich regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen zu informieren. Auch kann man unter o-e-r.de sich für den OER-Info-Newsletter registrieren lassen, um so immer up-to-date zu bleiben. Und auch wird im Blog der Informationsstelle demnächst eine Liste mit den Twitter-Handles aller 2-2er-Projekte publiziert werden, sodass man dort auch gezielt den anderen Projekten von OER-Info dann folgen kann. Die Vernetzung versucht OER Info auf verschiedenen Wegen zu unterstützen. Einmal wollen wir natürlich diejenigen, die an OER arbeiten, auch direkt zusammenbringen. Das haben wir beispielsweise getan Ende letzten Jahres im Dezember mit der großen Auftaktveranstaltung zum Förderprogramm OER Info, wo alle die Projekte eben zusammenkamen, sich kennenlernten, sich vernetzten, um dann eben in verschiedenen Konstellationen noch weiterzuarbeiten. Wir möchten diese Vernetzung eben auch gerne mit Online-Tools weiterführen, wie beispielsweise in der Mailingliste oder auch Videokonferenzen, die wir demnächst anbieten wollen.
Und eine hochspannende Plattform ist die OER World Map, die zu einer OER Deutschlandkarte auch nochmal speziell ausgebaut werden soll, wo alle diejenigen, die sich ums Thema OER kümmern, Personen und ihre Organisationen, verschiedene Projekte oder aber auch OER-Events eingetragen werden, kartografiert werden und zueinander in Beziehung gesetzt werden.